Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Wir sind jetzt Champion der Arena oder Meister der Arena. Und ich muss Sie nochmal irgendwas fragen. Es gibt einen neuen Großmeister der Arena. Hört zu, ich wette, dass ihr euch fragt, was ihr nun tun sollt, nicht wahr? Nun, ich habe darüber nachgedacht. Warum machen wir es nicht etwas interessanter und bieten den Menschen in Cyrodiil das, was sie sich wirklich wünschen? Wir überarbeiten die Wettkampfregeln, bieten eine neue Form von Kampf an. Ich rede von wöchentlichen Spektakeln, von Kämpfen, in denen ihr gegen, ha, wartet nur, Monster antretet. Und vielleicht sogar ein paar wilde Tiere. Das klingt doch großartig, oder? Ich habe bereits Leute ausgesandt, die eure nächsten Gegner auftreiben. In der Wildnis wimmelt es nur so von ihnen. Sagt mir Bescheid, wenn ihr für einen Kampf bereit seid. Und die Spiele gehen weiter. Noch nicht. Worauf wartet ihr? Verschwindet! Die ist auch ein Arschloch. Für vielleicht dann mal anfangen, eine andere Quest zu machen oder so. I've got everything. Was? I've got everything. Als Arena-Großmeister kann ich wöchentlich Kämpfe gegen Andronikos im Arena-Schlachthaus aufsuchen, um ihn mitteilen, dass ich bereit für einen Wetten. Okay, Vater Morgenröte. Kaufen Haus in der Kaiserstadt. Molag Bal, Sheogorath. Untersuch nach euren Wurzeln. Tränen des Retters. Strasser beschrieb mir Garidens Tränen. Anscheinend sind es buchstäblich die Tränen eines Ritters, die auf irgendeine Art und Weise vor langer Zeit eingefroren wurden. Zu erfahren, wo sie sich befinden können, schlug er mir vor, mich an einem seiner Kollegen im Alchemie-Hauptquartier in der Kaiserstadt Julien Farnes zu wenden. So, Minotaurenhörner oder Ogerzähne. Glaube ich, mach mal das und kauf bei einem Alchemisten die Dinger. Wir haben ja jetzt gut Geld verdient. Wie spät haben wir es denn schon? Großartig! Ihr seid der Großmeister! Ich sah euren Kampf gegen den Grauen Prinz. Ihr seid der Beste! Kann ich euch folgen? Ich würde euch nicht zur Last fallen. Oh nein! Kommt, folgt eurem angesehenen Großmeister. Donnerwetter, ihr seid der Beste. Ich werde euch folgen, euch beobachten und dem Boden huldigen, auf dem ihr geht. Lasst uns gehen. Oh, denselben hatten wir ja in Starfield. Es ist... Ihr seid es, der ja. Held von Quatsch. Ach so, ich dachte... Das ist wirklich eine Ehre. Ich dachte, ihr wollt auch den Boden huldigen, auf dem ich laufe. Apropos, ich glaube, ich müsste mal... ein bisschen warten, bis es hell ist, damit ich die Sachen verkaufen kann, die ich jetzt habe, die ich nicht brauche. Ich grüße euch. Wenigstens haben wir einen Verehrer. Hallo, wie ist das Wertebefinden? Habt ihr schon einmal bei der goldenen Karaffe eingekauft? Zwar habe ich selbst noch nie dort eingekauft, aber sie führt gute Waren für Alchemisten. Das ist unglaublich. Der graue Prinz wurde bezwungen. Es gibt einen neuen Großmeister der Arena, den Metzger. Seid ihr sicher? Keine Frage. Rosan ist ein begabter Schmied. Einer der besten der Gegend. Den Metzger. So, wo kann ich hier am besten? Eine faire Chance. Ich glaube, hier kann ich am besten Waffen und Rüstung verkaufen. Was? Kommen wir zum Geschäft. Ja, ich möchte ein paar Sachen verkaufen. Das hier zum Beispiel. Ja. Oder den hier. Ein guter Preis. Warte mal. Ah, okay, der macht mehr Schaden. Gut, dann kann der hier weg. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Der darf weg.
Oh, der ist genau schwerer gewandt, der. Okay. Den brauchen wir auch nicht. So, habe ich sonst noch irgendwas? Und noch ein zufriedener Kunde. So, kannst du mir was eine haben Sache wir denn machen? Hier? Oder warte mal. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Machen wir 5 Stück. Vielen Dank, dass ihr bei mir eingekauft habt. Reparieren wir die Sachen selber. So, okay, einen Hammer brauche ich noch. Auf Wiedersehen. Einen wunderschönen. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Einen Hammer brauche ich. Es war mir eine beehrt uns bald wieder. Ja. Seht euch vor. Perfekt. So, wo kann ich Ingredients Jeder kaufen? Braucht den Rattenkurier. Apropos Rattenkurier, bist du vom Rattenkurier? Oder du? Wisst ihr, ich sah euren Kampf gegen den Grauen Prinzen. Niemand glaubte, dass dieser Ork geschlagen werden könnte, aber ihr habt es allen gezeigt. Okay, Lebt wohl. Wo kann ich hier Gewürze kaufen? Also, Ingredients. Seht euch ruhig um. Schön, einen neuen Kunden zu sehen. Ja, ich dachte schon, dass ich gar keine Geschäfte mehr machen würde, seit Toruni seinen Laden eröffnete. Toruni? Ich glaube, ihr seid genau der Richtige für uns. Vielleicht könnt ihr uns mit einem Problem hier im Marktviertel helfen. Beginnt von neuem? Ich leite die Gesellschaft betroffener Händler. Wir haben diese Gruppe vor einiger Zeit gegründet, um ein gutes, angemessenes wirtschaftliches Gleichgewicht in der Stadt zu halten. Nicht alle Ladenbesitzer sind schon Mitglied, aber wir versuchen sie nach und nach davon zu überzeugen, uns beizutreten. Alles war in bester Ordnung, bis Toronir seinen Laden hier in der Nähe eröffnete. Er verkauft alle möglichen Waren und unterbietet dabei die Preise, dass es kaum zu glauben ist. Er verkauft nicht immer das, was sie auch im Angebot haben. Aber trotzdem ist das ein Problem. Wenn jemand etwas kaufen will, gibt er sein Geld lieber dort aus. Und damit bleibt nichts mehr für uns übrig. Er steht mittlerweile so schlecht, dass einige von uns bald schließen müssen. Er weigert sich strikt, der Gesellschaft beizutreten. Oder auch nur über die Angelegenheit zu reden. Wir sind davon überzeugt, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Wir möchten euch bitten, sein Geschäft auszukundschaften und herauszufinden, wo er seine Waren herbekommt. Findet einen Beweis für seine Übeltaten und lasst es uns wissen. Wir können nicht selbst gehen, weil er uns alle erkennen würde. Ihr erhaltet ein nettes Kopfgeld, wenn ihr ihn seiner gerechten Strafe zuführt. Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Edelstein besetztes Amulett, grüne Seidengewand, Akaviri Kriegsklinge, 5000, okay. Aber sie hat jetzt nichts, was. Nochmals danke für eure. Ja, kein Thema. The Feedback. Es ist. Ihr seid es. Der Held von Quatsch. Das ist wirklich eine Ehre. Red Diamond Jewelry? Merchants Inn. Wo kriege ich jetzt Kräuter? Rindier Steps. Discount Spells. Office of Imperial Commerce. The Best Defense. The Gilded Cara.
guck mal, ob es hier vielleicht irgendwie was gibt's. Was kann ich für euch tun, Ritter? Handeln. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz... Also die haben kein... Haben die einen Alchemie-Shop überhaupt? Was kann ich für euch tun? Handeln? Was darf ich euch anbieten? Schönen Tag. Also die haben jetzt nichts von dem Zeug, was ich haben will. Edgar Vautrin, ihr wollt keine Top-Qualität, ihr wollt es billig und ich habe es billig. Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Fertigkeit absorbieren, Veränderung, gebundener Dolch, geringere Lebenserkennung, ein Schneeball, Lebensenergie entziehen, Skamp beschwören, oh. Aber nee. Lebt wohl. Ich brauche irgendwas von den Ogern oder Minotauren. Du bist in Rindirs Stäben und ich bin Rindir. Ich verkaufe Zauberstäbe. Stellt euch vor. Ja. Seht euch meine Waren an. Ich bin sich... Wiedersehen. Ich will keine Zauberstäbe. Hier vielleicht? Zur vergoldeten Karaffe? Ich habe alles, was ein angehender Alchemist so braucht. Viel mehr als Thorunir je hätte, trotz seiner abscheulichen Geschäftsmoral. Okay, Nilwurz? Viel Glück bei eurer Feldarbeit für Sindarion. Okay, Kommen wir zum Geschäft. So, Ich hoffe, die hat was, was ich brauche. Okay, wie weit muss ich runter? Die hat jetzt nicht das, was ich suche. Mist. Auf Wiedersehen. Hier haben wir einen Nierenwurz. Okay, suchen wir Thorunir auch. Wo hat er denn seinen Laden? Hier haben wir Schilde. Ein Schildladen. Was ist los? Hier gibt's nichts. Ich frag mich, ob er es überleben wird. Sieh sich einer diese Muskeln an. Dankeschön. Hier vielleicht? Was kann ich heute für euch tun? Ja, ich brauche... Kommen wir zum Geschäft. Lebt wohl, beehrt uns. Lohnt sich einfach nicht. Jetzt ist die Frage, gibt es da hinten noch was? Holt euch euren Rattenkurier. Hier. Hier gibt's Zutaten. Ich hoffe, der hat was. Na endlich, ein neuer Kunde. Bitte, seht euch einmal um. Versprecht mir nur, dass ihr nicht bei diesem Handlanger Thorunir kauft. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? So, Alkanetblume? Nee. Ein Dädraherz hatte. Okay, Eberfleisch. Ich glaube, ich muss wirklich noch zum Thorunir gehen, wenn die nicht das haben, was ich suche.
Schönen Tag. Okay, wo ist der Toronir? Hallo. Hallo. Ein Steckbrief? Arena Viertel. Kletterte sie auf die Kapelle nur um wieder herunter. Hallo? Ich bin ganz Ohr. Wir sind aber auch verdammt langsam. Ich glaube, wir gehen mal einfach. Einfach gehen. Ich glaub, das ist die falsche Links. Ah, okay, das war zur Gefängnisinsel. Hier geheime Universität. Was war das? Hafenviertel. Da müssen wir hin. Wo hat ein Gitoron hier seinen Laden? Kann ich das hier so sehen? Rattenkurier? Ach, Rattenkurier und nicht Rattenkurier. Warte mal. Die Marktabwasserkanäle. Achso. Ich verstand immer Rattenkurier. Sprecht. Rattenkurier fand ich viel, viel geiler als Rappen. Ja, da geht's nicht weiter. Kaiserschaft Elfengarten jetzt hier. So, was haben wir hier? Rajirs Haus zum schäumenden Flachmann. Soris Arenims Haus, Astina Artios Haus, Tamriels Haus. Tamriels Haus, okay, Dinari Amnes. Hier, die Gasse haben wir noch gar nicht richtig erkundet. So, aber da haben wir den Ausgang, also hier. Recht. Hier kommen wir safe raus. Kauft euch ein Haus, damit ihr immer einen Ort habt. Ja. Was ist los? So. Also, Quests. Ein unfreundlicher Mitbewohner. Machen wir ein andermal. Ich will eigentlich. Versucht nach euren Wurzeln. Tränen des Retters. Betrunkener Ruhestörer. Wenn die Götter ärgern. Überfall auf Grauland. Ich habe vor den Mauern von Leavin einen Legionswachmann namens Lerexius Kalidus getroffen. Er berichtet in der Graulandsiedlung weiter die Straße rauf. Gäbe es einen Skumahändler namens Kylios Lonavo. Er hatte meine eine Belohnung angeboten, wenn ich in dessen Haus ginge, dem Drogenhandel ein Ende bereitete und ihm als Beweis Lonavos Ring brächte. Mazoga da auf. Graf Marius Caro ist wegen eines Orks namens Mazoga auf Schloss Leavin besorgt. Dieser auch behauptet, ein Ritter zu sein. Vielleicht würde Marius Caro meine Hilfe begrüßen, wenn ich mehr über sie herausfinde. Hier haben wir zwei Quests in Leavin. Machen wir uns mal dahin auf den Weg. Und wo war nochmal Leavin? Okay, da weit im Süden. Der Wien war im Süden, okay. Aber ich freue mich schon, wenn wir eine bessere Rüstung kriegen.
Und ich freue mich schon auch ganz besonders drauf, wenn wir endlich uns auf die Suche machen, all die Oblivion-Tore zu schließen, die hier sind. Ich will dafür aber schon eine gewisse Stärke haben. Oder ein gewisses Level. Wir sind ja schon vom Level her Stufe 11. Schwertmagier sind wir ja sogar. Stärke sogar 77. Okay, Intelligenz müssen wir noch ein bisschen was machen. Konstitution 94. So. Oh, Schwertkampf haben wir noch nicht mehr viel. Dann ist das ja richtig, und dann sind wir schon, glaube ich, Adept, oder? Oder sind wir schon? Geselle? Dann müssten wir Adept sein, oder? Novize, Geselle, Adept und dann Meister. Ich glaube, so war die Reihenfolge. Kann ich mit ihm nochmal quatschen? Ja, oh großer und mächtiger Großmeister. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Kann ich eure Waffe tragen oder eure Schuhe polieren? Vielleicht eine Rückenmassage? Oh, Massage hätte ich gerne. Kann ich nicht aussuchen. Donnerwetter, ihr seid der Beste. Ich werde euch folgen, euch beobachten und dem Boden huldigen, auf dem ihr geht. Lasst uns gehen. Ich glaube, er wird das nicht lange überleben. Nächsten Angriff, den wir hier bekommen, der geht drauf. Der wird das nicht überleben. Es sei denn, er möchte fliehen. Oder er wird fliehen. Ich freue mich schon aber auf den nächsten Kampf. Dann haben wir unser Schwert auf jeden Fall auf 75, also auf die nächste Stufe gebracht. Ich muss aber auch sagen, eigentlich sieht es richtig schön aus. Der flieht, oder wie? Ein Bergmöwe. Die Kratzer und Schnittwunden, die ihr in langen Übungsstunden mit allen möglichen Klingen davon getragen habt, waren nicht umsonst. Ihr seid nun Experte im Umgang mit Hieb- und Stichwaffen. Bei eurem heftigen Rundumschlagangriff habt ihr nun die Chance, den Gegner niederzustrecken. Haltet die Angriffstaste gedrückt, während ihr euch rückwärts bewegt, um diesen heftigen Angriff auszulösen. Will ich mal ausprobieren. Kommt er wieder? Da ist er. Ja, oh großer und mächtiger Großmeister. Gibt es etwas, das ihr benötigt? Kann ich eure Waffe tragen oder eure Schuhe polieren? Vielleicht eine Rückenmassage? Donnerwetter, ihr seid der Beste. Ich werde euch folgen, euch beobachten und dem Boden huldigen, auf dem ihr geht. Lasst uns gehen. Hallo? Ich muss ehrlich sagen, wir brauchen in mehr Spielen Leute wie ihn, die einen auf den Sack gehen.
Also wirklich, wir brauchen mehr. Lass meinen Fan in Ruhe. Splittiert es? Feuersalze. Die brauche ich halt nicht. Wer bist du eigentlich? Was kann ich für euch tun? Okay, die ist niemand. Wo ist mein Fan? Wo? Wo ist mein Fan? Ach, da ist er. Ist er da reingegangen, um sich zu verstecken? Ernsthaft? Ja, wenn er meint, da drinnen ist keine Gefahr, okay. So. Hat die einfach einen Hirsch getötet? So. Das nehmen wir mit. Ist das besser als mein Bogen? Habe ich einen Bogen? Ich habe keinen Bogen mit. Davon ist nichts besser. Die Dietrich nehmen wir mit. Silberdolch können wir verkaufen. Ihr habt da ein paar Pfeile. Ja, können wir in Leia Wien oder so verkaufen oder in der nächsten Stadt, die wir besuchen. Ist das ein Bandit? Apropos, wo befinden wir uns jetzt? Okay, gleich da vorne müssen wir abbiegen. Ist kein Bandit. Dieser Wahnsinn bald ein Ende findet. Lebt wohl! Die Grau... Was habt ihr für Neuigkeiten? Die Graubärte sprechen von... Ich habe vor ein paar Tagen eine Schlammkrabbe gesehen. Eklige Kleine. War das eine Anlehnung an Elder Scrolls 5? Sozusagen so ein kleiner Teaser? Die Graubärte reden vom Ende aller Zeiten. Alduin, der Weltenfresser, kommt. Eine Anlehnung auch an vorherige Teile gab es ja auch. Also hier, dass der Nerevarine nach Akavi gegangen ist. Auf dem richtigen Weg. Muss ich über die Brücke? Nee. Da musste ich hin. Okay. Und das war ein Troll, kein Ogre. Ogre oder Minotauren brauchen wir.
Das da ist ein Keiler, der uns gleich Probleme machen wird. Ja, wir brauchen wirklich aber mehr Leute wie den. Also in mehreren Spielen meine ich. Also ich wäre auf jeden Fall dafür. Schenke zum schlechten Omen. Wird es auch wieder dunkel? Ist schon spät? Wie weit ist denn der? Ich muss jetzt auf ihn aufpassen. Das habe ich nicht bedacht. Ich bin aber auch neugierig, was passiert, wenn er drauf geht, kriege ich einen neuen Fan dann? Einen neuen größten Fan? Würde mich wirklich interessieren. Boah, ich freue mich schon, wenn wir wirklich auch bessere Rüstung kriegen. Also, wenn wir jetzt Mithril oder Ebenerz kriegen. Vor allem auf die Daedra-Rüstung. Wieso hat seine Waffe lila geleuchtet? Erbärmlich. Jetzt ist Schluss! Was ist das für eine Waffe? Und jetzt fällt um und verblutet. Kriegshammer der Bannung. Sonst hat er hier nichts von Wert. Kann man ihm was beibringen? So ein paar Tricks oder so? Zum Beispiel, dass er vielleicht ein Stöckchen holen geht oder sowas. Pfote gibt. Das fände ich super, wenn man dem was beibringen könnte. So ein paar kleine Tricks. Na, komm her. Jeder wird so einer auf. Wenn ich jetzt da drinnen in der Taverne oder sowas, in der Schenke, mir ein Bett miete, der wird sich einfach neben dem Bett da auf den Boden hinlegen und sich da einkuscheln. Was ist mit dem Pferd da hinten wieder mal? Kann man das Pferd da wegtun?
So, was sagt denn die Uhr? 6.37 Uhr. So, ich gehe mal hier hin verkaufen. So. Schönen Tag. Ich möchte Sachen Ich verkaufen. Habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. So, das darfst du haben. Ein exzellent. Komm, den darfst du auch haben. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ja, die darfst du auch haben. Das ist ein echtes Schnäppchen. So, was? Ermordung? Was hat die so im Angebot? Okay, sie hat jetzt nichts, was ich haben will. Lehrt uns bald wieder. Lebt wohl. So. Wir mieten uns auf jeden Fall schon mal ein Zimmer. War mir ein Vergnügen, mit euch zu sprechen. Bett? Ich habe eine Kammer, so ist es. Und eine schöne Kammer noch dazu. Für nur 10 Goldstücke gehört sie euch für die Nacht. Ja, ich nehme es. Wohl an, nur die Treppe hinauf im ersten Stock. Die letzte Tür rechts vor der Stiege. Beehrt uns bald wieder. Seht okay, euch vor. Hat er nicht gesagt 10 statt 20? Nee. Welche Tür? Diese. Oder musste ich jetzt für ihn auch zahlen? Ja, gut. 6 Uhr machen wir bis 7. Was? Für einen Mörder schlaft ihr sehr tief. Das ist gut. Ihr braucht ein reines Gewissen für das, was ich euch vorschlagen werde. Keuch, wer seid ihr? Erklärt euch jetzt. Sagt nichts. Lucien Lachance. Den Namen kenne ich auf jeden Fall. Der ist von der dunklen Bruderschaft. Alles zu seiner Zeit, mein Kind. Alles zu seiner Zeit. Zuerst eine Einführung. Ich bin Lucien Lachance, Sprecher der dunklen Bruderschaft. Und ihr seid ein kaltblütiger Mörder. Ihr nehmt Leben ohne Gnade oder Reue. Die Mutter der Nacht hat euch beobachtet und ist sehr zufrieden. Daher bin ich hier. Ich habe ein Angebot für euch. Eine Gelegenheit, unserer recht einzigartigen Familie beizutreten. Bitte fahren Sie fort, Herr Lachance. Ich höre. Gebt Acht auf meine Worte, denn ich werde sie nicht wiederholen. Auf dem Grünweg, nördlich von Braville, liegt die Schenke zum schlechten Omen. Dort werdet ihr einen Mann namens Rufio antreffen. Tötet ihn und eure Aufnahme in die dunkle Bruderschaft ist vollendet. Tut dies. Und wenn ihr das nächste Mal an einem Ort schlaft, den ich als sicher erachte, zeige ich mich euch wieder und bringe die Liebe eurer neuen Familie. Rufio wird durch meine Hand sterben, aber ich bin kein Mörder. Ich sage nichts. Bitte nehmt dieses Zeichen der dunklen Bruderschaft. Diese Klinge ist noch unberührt und es dürstet sie nach Blut. Mag sie euch gute Dienste erweisen, wie euer Schweigen es wird. Damit möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe ehrlich, dass wir uns schon bald wieder treffen. Dunkle Bruderschaft. Klinge des Leids hinzugefügt. Dunkle Bruderschaft. Habt ihr nicht von der dunklen Bruderschaft gehört? Die erbarmungslose Gilde bezahlter Meuchelmörder? Werdet Mitglied. Und ihr werdet sehen, dass die dunkle Bruderschaft viel mehr als das ist. Mehr als alles andere sind wir eine Gemeinschaft Gleichgesinnter. Wir töten für Geld, aus Freude und zur Ehre des fürchterlichen Vaters Setis. Wir sind eine Familie mit Banden aus Blut und Tod geschmiedet.
Mutter der Nacht? Wir lobpreisen unsere gottlose Hüterin. Aus ihrem beschatteten Schoß sind wir geboren. Ihre Brust nährt uns Bosheit und Schmerz. Sie liebt ihre Kinder. Rufio? Wisset, dass Rufio alt und schwach ist und den ganzen Tag nur schläft. Ihr könntet ihn töten, ohne dass er erwacht, wenn ihr wolltet. Okay, Sprecher? Ja, ich bin ein Sprecher, ein Repräsentant der dunklen Bruderschaft. Meine Stimme ist die Stimme der schwarzen Hand, dem leitenden Organ unserer Organisation. Eine meiner Pflichten ist es, außergewöhnliche Individuen wie euch zu finden und ihnen einen Platz in unserer Familie anzubieten. Mhm. Ja, es waren ja immer vier Sprecher und ein Zuhörer. Irgendwie so in der Richtung. Euer Weg ist eindeutig. Bringt Rufio den Tod und die dunkle Bruderschaft wird euch als Familienmitglied aufnehmen. Okay, er wurde unsichtbar und geht. Wie spät haben wir es? 8 Uhr abends. So, ich wollte noch weiter schlafen. Ach, das war ja, genau, das war ja wegen dem Mord da in der Arena, der eigentlich kein Mord war, aber dann doch ein Mord irgendwie. Fragt nur, ich höre euch zu. Aber dafür haben wir doch kein Kopfgeld bekommen, oder? Ich wollte ja eigentlich zuerst, bevor ich der dunklen Bruderschaft oder der Liebesgilde beitrete, die Questreihe von Dings hier los fertig machen. Also der Kriegergilde und der. Sieh einer diese Muskeln an. Dankeschön. Die Questreihe der Kriegergilde und der Magiergilde abschließen, bevor ich der dunklen Bruderschaft oder der Diebesgilde beitrete. Na, wenigstens haben wir schon mal die Quest dazu. Haben wir die Quest dazu? Ein Messer im Dunkeln. Ja, okay. Das heißt, wir können das wiederfinden. Jederzeit. Apropos, was haben wir jetzt eigentlich für eine Waffe bekommen von ihm? Klinge des Leids. Nur 5 Schaden. Aha. Warte mal. Okay, ich sehe jetzt nicht, was für ein Material das ist. Wir werden der dunklen Bruderschaft aber noch früh genug beitreten. Lass mein Fan in Ruhe. Da sehe ich schon den nächsten. So, wo ist mein Fan? Da hinten. Ich brauche aber trotzdem dringend bessere Waffen, also und Rüstung, also vom Material her. Also nächstes Ziel, glaube ich, wäre... Ich dachte schon, was war denn das? Nächstes Ziel wäre auf jeden Fall Mithril. Ich glaube, das ist das Bessere. Also Mithril, glaube ich, ist wirklich besser als Dwema und Ork. Und danach dann Ebenerz. Oder wie es hier heißt, Ebenholz. Wer wo? Oh! So, schwere Rüstung, Fertigkeit verbessert. So, kommt er?
liebe diese Melodie, die jetzt kommt. So, da vorne sind auch noch Sachen, die wir noch alles erkunden müssen. Wie weit noch? Ich finde es schade, dass wir hier nicht rauszoomen können. Aber okay, bei uns ist hier die Map noch sehr, sehr leer. Also noch nicht wirklich irgendwas gemacht, geschafft. Noch nicht viel erkundet. Immerhin kann man hier aus der Map raus. Also aus Cyrodiil noch rausgehen. Gibt es zum Glück keine Alpha-Wände. Okay, da ist irgendwas. Was auch immer das ist. Meine Intelligenz hat Schaden erlitten? Was ist das? Mein Angriff zeigt keine Wirkung. Okay, dann habe ich jetzt ein Problem. Meine Intelligenz hat Schaden genommen? Intelligenz und Willenskraft. Warte, habe ich hier eigentlich jetzt ein Kopfgeld? Nö. Ruhm 49, okay. Schande, also Infamy, ist noch bei 0, okay. Gestohlene Gegenstände, 149. Ach so. Morde 1. Angriffe 1. Gestohlene Pferde 1. Okay, immerhin habe ich noch einen Ruf. Und warum kann ich das da nicht angreifen? Wir brauchen definitiv jetzt das nächste bessere. Und was war da? Was sind das für Dinger? Sind das Irrlichter? Hi, kannst du dich um das Irrlicht kümmern? Meine Magie reicht nicht aus. Wäre schön, wenn die sich um ein Irrlicht kümmern würde. Okay, das Irrlicht ist hinter mir her. Bereich wird geladen. Ich find's krass, wie weit die einen hinterherlaufen. So. Ich hoffe, dass ein Irrlicht ist auch noch da. Dann kann ich mal versuchen, dass eine der Wachen von Leia Wien gegen da kämpft. Ist das denn noch da?
Okay. Das finde ich nice gerade. Da kommt schon der nächste. Warte mal. Und jetzt halt um und verblutet. Der kämpft gegen das da. Stürzt euch in mein Schwert, solange ihr noch die Möglichkeit dazu habt. Ich wärme mich gerade erst auf, du erbärmlicher Vogel. Stürzt euch in mein Schwert, solange ihr noch die Möglichkeit dazu habt. Okay, das Ding hat, ich wärme mich gerade. Stahlkriegshammer? Die Dietriche nehme ich mal mit. Ach, kämpfen die jetzt gegeneinander? Das Irrlicht macht mich auf jeden Fall neugierig. Kann man das Irrlicht irgendwie besiegen? Was für eine Dings braucht man dagegen? Lasst es uns zu Ende bringen! Vor allem, das Irrlicht greift die Khajiit an und die Khajiit greift mich an. So. Okay, die sind jetzt hinter den Schafen her. Ich will jetzt wissen, ob man dieses Irrlicht überhaupt besiegen kann. Wo ist die hin? Da hinten. Okay, die Triche. Und das Licht hat ein Schaf getötet. Ich hoffe, es ist jetzt nicht mehr hinter mir her. Und wenn doch, dann hoffentlich sind die Stadtwachen von Leia Bin in der Lage, es zu bekämpfen. Ach, da bist du ja wieder. Da ist das Irrlicht wieder. Ich weiß nicht einmal, ob es wirklich ein Irrlicht ist. Weißer Hengstunterkunft haben wir erreicht. Können wir dem überhaupt entkommen? Ich glaube, wir sind dem entkommen, oder? Nein, sind wir nicht. Es ist immer noch Kampfmusik. Ach, da ist er wieder. Ist es definitiv aber hinter uns her. Oder sind das jetzt mehrere von denen? Die ist direkt hinter mir. Ataba. Wenn ich jetzt reingehe, überleben die das? Scheiße.
Was ist besser als meine Rüstung? Oder meine Waffe? Was kann gegen solche Dinger da am besten antreten? Was einen lebendigen Helden von einem toten Helden unterscheidet. Denn ihr wollt doch. Halt die Klappe, ich will. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? So. Silber. Verdammt. Kommen wir zum Geschäft. Was zum Verkaufen? Nope. Auf Wiedersehen. Was wäre besser? Ich glaube, die werden jetzt alle da hinten drauf gehen. Und was kann man da gegen dieses Licht jetzt ausrichten? Es tötet jetzt da vorne alle und wir haben nicht die beste, keine bessere Waffe. Obwohl? Ich gebe auf. Er hat es Glühstaub. Was? Ich hoffe, die war jetzt nicht relevant. Lexius. Hattet ihr Glück bei der Jagd auf Lonavo? Noch nicht. Seid wachsam. Lonavo ist eine Schlange. Was hast du für ein Schwert? Was ist das für ein Material? Also, was gibt es Neues aus Grauland? Ich hoffe, Ataba kommt wieder. Dass sie das doch noch irgendwie überlebt. Irgendwie. So, Grauland. Aber ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!